last words carefully. You are a mouse. I was hoping for something a little more original. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Drakus Gamezone. Heute wieder mal mit einem neuen Video zum Thema Crowfall. Heute wieder mal mit einem kleinen Update-Video. Zwar nicht sehr viele Neuigkeiten, aber doch ein paar. Als erstes gibt es ein kleines Update von mir zum Thema Big World Test. Als zweites mache ich außerdem nochmal einen kleinen Kommentar zu dem neuen Video vom Crowfall. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Diskussionsrunde mit mir über den Duellanten. Also, dann beginnen wir mal das Video mit ein paar News zum Playtest. Hier muss ich jetzt zugeben, dass diese nicht von mir sind, sondern von einer sehr geehrten Persönlichkeit aus dem Crowfall-Forum. Diese Person kann sich als angesprochen fühlen. Ein Dankeschön nochmal an diese Person. Hat damit zu tun, dass ich letzten Wochenende ja wegen dem ganzen Evolve Stage 2 Drama so, naja, beschäftigt war. Und daher nicht wirklich viel spielen konnte, nicht wirklich darüber nachgedacht habe, irgendwas zu spielen und als ich dann, naja, mitbekommen habe, dass ich eigentlich Gameplay aufnehmen sollte, war bereits alles vorbei. Daher, ja, nächste Woche wird es auf jeden Fall besser sein. Da wird es dieses Drama nicht mehr geben und da muss ich mich dann auch nicht mehr drum kümmern. Also nächste Woche wieder mit neuem Gameplay-Material, dieses Mal leider mit Informationen aus zweiter Hand. Und zwar wird jetzt in nächster Zeit ein großer Kapazitätentest kommen. Und zwar, wie viel halten die Server eigentlich aus? Das wird nämlich dadurch passieren, dass jetzt auch die Alpha-3-Gruppen Zugriff auf den Playtest haben, was dazu führen wird, dass natürlich immer mehr Spieler da sein werden, was irgendwann früher später dazu führen wird, dass die Server wieder laggen, beziehungsweise das Spiel wieder laggen wird und dann können die Entwickler wieder dran arbeiten und damit habe ich kein Problem. Was mich ja so verwundert hat, war, dass bei den letzten paar Spielen, die ich hatte, dass es da ja wirklich gar nicht gelaggt hat und das war für mich eine sehr große Überraschung. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sie jetzt noch mehr Spieler einladen und damit jetzt eigentlich herausfinden wollen, woran liegt es, woran müssen sie arbeiten und ja, das ist, wird alles nur im Endeffekt dazu führen, dass das Spiel besser werden wird. Außerdem hat er mir erzählt, dass jetzt die Loot-Regeln geändert wurden, daher kann man jetzt alles looten, wenn man jemanden tötet. Davor war es so, dass du nur das Inventar looten konntest, aber nicht die Inhalte, die er angehabt hat. Das wird dazu führen, dass das Looten, oder ich denke, das Töten der Charaktere und dann Looten, sogar noch lohnenswerter wird und dadurch die Todesrate wahrscheinlich sich sehr stark erhöhen wird. Für mich persönlich ist diese Nachricht ein bisschen ein Aufatmen, weil wie ich schon so häufig gesagt habe, ich bin nicht so gerne am Craften. Ich töte lieber Leute und daher für mich ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Die Leute, die ich da dann umbringen werde, werden mich dafür hassen, aber ja, so ist leider Crowfall. Man kann nun mal nicht alle glücklich machen. Das letzte ist ein bisschen eine Richtigstellung von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Anscheinend habe ich da irgendwas in die Richtung davon gesagt, dass man nur skillen kann, während die Kampagnenzeiten online sind. Tatsächlich habe ich mich da geirrt, sie haben nämlich das System schon hinzugefügt, dass erstens die Fähigkeit noch passiv skillen und das heißt auch, dass während keine Server verfügbar sind, ist auch trotzdem weiter skilled und das ganz ehrlich hat mich überrascht und ich wurde davon mehr oder weniger schon bestraft, denn bis gestern haben meine Fähigkeiten nicht weiter geskillt und das hat eine ganze Woche vom Passivskillen komplett zunichte gemacht. Also ja, ich wurde bestraft, ihr habt mich auch schon auf den Kommentaren dazu hingewiesen, also macht das auf jeden Fall auch in Zukunft weiter, wenn noch irgendein Fehler auffällt, sagt es lieber in den Kommentaren, damit ich nicht irgendetwas Falsches hier erzähle. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so häufig vorkommen wird. Okay, gehen wir gleich mal weiter zum zweiten Thema und zwar ein Video, das Ace vor kurzem hochgeladen hat, und zwar auf dem offiziellen Crowfall YouTube-Channel. Und zwar ist das eine kurze Zusammenfassung bzw. ein kurzes Tutorial, eine Aneinanderreihung von allen Archetypes. Und dieser ganz neue Tutorial, die sind komplett überarbeitet von früher. Es gab zwar schon welche im Hangar Dome, aber jetzt mit dem großen Weltentest haben sie diese nochmal komplett überarbeitet und jetzt hier hochgeladen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das 1:1 dieselben sind wie im Client, aber selbst wenn, es ist prinzipiell einfach nur eine kleine Überfliegung von allen Fähigkeiten und halt den wichtigen Eigenschaften des Charakters. Also es wird jetzt hier nicht irgendwie eine Hidden Tactic erklärt und es wird jetzt keinen großen strategischen Vorteil euch geben, vorausgesetzt ihr habt den Playtest bereits gespielt. Denn wie gesagt, es ist prinzipiell einfaches Basic-Wissen und daher werden wahrscheinlich die meisten von euch die Sachen bereits wissen, die sie da erwähnen. Halt für die Leute, die noch nicht Crowfall spielen und die einfach nur eine Übersicht über die Fähigkeiten haben wollen, für die wird das Video Gold wert sein und für alle anderen würde ich auch einfach raten, euch das Video anzuschauen. Einfach deswegen, weil vielleicht ist da doch etwas drin, was ihr noch nicht ganz wusstet oder noch nicht ganz verstanden habt, dann wird das vielleicht auch irgendetwas für euch aufklären und es ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Es sind immerhin nur 11 Minuten und darum könnt ihr euch das Video auch einfach nur aus Spaß anschauen. Ein lustiger Fact am Rande und nämlich werden sie während dem ganzen Video für jeden einzelnen Charakter einmal das komplette Team oder weniger durchswitchen. Also es kommen ja verschiedene Gesichter dran oder verschiedene Stimmen werden die Sachen erklären. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig sein. Zu guter Letzt wollte ich eigentlich noch einmal kurz eine Diskussion starten und zwar wegen dem neuen bzw. letzten Archetype, den
eventuell landen. Eigentlich wollte ich das letzte Woche schon machen, nur habe ich da keine Zeit dafür gehabt, weil das Video schon so lange wurde. Darum habe ich mir jetzt gedacht, nachdem dieses Video etwas kürzer ist, will ich jetzt hier noch einmal kurz etwas über ihn sagen. Ich habe ihn ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen angespielt und habe mir eine ungefähre Meinung schon damals zu ihm gemacht. Ich muss sagen, dafür, dass es einer der wahrscheinlich kompliziertesten Archetype möglichen Typen ist, nämlich ein Tiermensch, dass er ein paar komplett neue Systeme einbaut und eines der kompliziertesten Systeme versucht zu benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ihm gelungen. Es ist keine schlechte Archetype, er hat ein sehr schönes Spielgefühl, er hat sehr gute Fähigkeiten, seine Animationen sind wunderbar in meinen Augen. Ich persönlich mag die Animation von seinem Würfeldrehen mehr oder weniger, wo er die verschiedenen Buffs bekommt. Ich persönlich finde diese Animation sehr geil mit den einzelnen Münzen, die nach oben fliegen und dann sieht man mehr oder weniger, welche Buffs du bekommen hast. Das finde ich auch sehr gut dafür, dass, naja, der Gegner sieht halt, welche Buffs du bekommen hast. Wenn er sich mit dem Charakter auskennt, wird er dadurch auch einen Vorteil ziehen können. Die Fähigkeiten an sich sind so aufgestellt und so kann man so benutzen, dass man nie wirklich in so einen Punkt kommt, wo man keine Fähigkeit mehr hat. Weil mit anderen Charakteren ist mir aufgefallen, gewisse Fähigkeiten sind nur gut für gewisse Momente. Aber halt mit diesem Archetype kannst du wirklich jede Fähigkeit zu jedem Kampf irgendwie reinbringen. Vor allem wahrscheinlich deswegen, weil alle aggressiv gesehen sind und daher sind alle immer zu brauchen. Und es ist trotzdem auch nicht so einfach, dass du diese Fähigkeit nur zu diesem Zeitpunkt nutzen kannst, nachdem du meistens eher einfach Pieps aufbaust, dann den Stun, diesen Pepperbox-Shot raushaust und dann einfach wieder Pieps aufbaust und den Bluteffekt drauflegst. Und wirklich, dass du eigentlich versuchst, so viele Pieps wie möglich zu bekommen, einfach nur um so viel Schaden wie möglich zu machen. Und ich sehe schon, dass man mit diesem Charakter sehr gute Ketten bauen kann, mit denen du einen Gegner sehr, sehr schnell töten kannst. Ich persönlich habe noch keine solche Kette gefunden. Natürlich, wenn ihr eine habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare runterschreiben. Oder wenn ihr irgendwie eure Lieblingstaktik sagen wollt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare runterschreiben. Aber ich sollte vor allem noch ein bisschen Kritik an dem Archetype trotz allem anwenden. Und zwar, ich habe zwar noch keinen großen Bug gefunden, außer ein paar Eingrabungsbugs. Und zwar, wenn ich mich eingegraben habe und dann nach oben gesprungen bin, bin ich plötzlich aus dem Grabmodus rausgesprungen, beziehungsweise dann gelegentlich ist mein Modell einfach schräg stehen geblieben. Also es gab da schon ein paar Momente und ein paar Bugs, die sind ein bisschen eigenartig, die sollten sie vielleicht noch beheben. Man sollte vor allem aber noch anmerken, dass es keine große Schande ist, nachdem es ja zwei der kompliziertesten Systeme verinnerlicht, und zwar Stealth, das sie noch nie zuvor hatten, und zweitens Tiermenschen. Und wie gesagt, das ist etwas sehr Kompliziertes, es ist nichts Schlimmes, sie sollten es trotz allem aber beheben. Und außerdem muss ich eine Animation bemängeln, und zwar seine Schildanimation ist in meinen Augen visuell technisch sehr, sehr schwach, weil er hat keinen wirklich großen Effekt. Alles, was er macht, ist mit seinem kleinen Stäbchen rumfuchteln, und dann hat er seine Schild. Aber das Problem ist, ich würde es nicht erkennen, dass es ein Schild hat, allein an der Animation. Darum, ich hätte ursprünglich eigentlich so das erwartet, wie eine blaue Kugel um ihn herum, einfach, dass es man halt visuell sieht, dass er ein Schild hat. Halt so, es ist an sich in Ordnung. Ich habe jetzt noch nicht wirklich gegen so viele Duellanten gespielt, dass ich sagen kann, dass es mich nervt. Halt, ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft da einige Probleme vielleicht auftreten könnten. Halt trotz allem, ich persönlich habe, wie gesagt, noch kein großes Problem gefunden. Vielleicht ist es jetzt auch nur Paranoia meinerseits. Aber trotz allem, alle eure Meinungen, alle eure Ideen zum Thema Duelland oder alles andere, alles Mögliche, gerne runter in die Beschreibung. Und ich will wieder sagen, ich habe letztes Wochenende nicht gespielt, ich habe letztes Wochenende keinen Duellanden gespielt. Vielleicht haben sie schon einiges geändert, das ich noch nicht gesehen habe. Und dementsprechend, angenommen, ich habe jetzt irgendeinen großen Fehler gemacht, werde ich das so wie diese Woche, wieder nächste Woche dann aufklären. Beziehungsweise in den Kommentaren darauf reagieren. Zumindest hoffe ich, dass ich die Zeit dafür habe, noch auf eure Kommentare einzugehen. Zu guter Letzt habt ihr es dann doch noch durch das ganze Video durchgeschafft. Und ich bedanke mich natürlich fürs Anschauen und ich will euch noch zwei Sachen gegen Ende anmerken. Erstens, es tut mir extremst leid, dass ich nicht letzten Wochenende spielen konnte und deswegen jetzt nur Informationen aus zweiter Hand und auch kein wirkliches neues Gameplay benutzen konnte. Darum, ich hoffe, das wird ein Einzelfall bleiben. Nächstes Mal werde ich auf jeden Fall mit neuem Gameplay da sein und auch mit komplett ersten Hand Informationen. Außerdem, meine zweite Sache, für die ich mich entschuldigen wollte, beziehungsweise für die ich mich bedanken wollte, war, dass ihr mich als Community so sehr darauf hingewiesen habt, dass ich einen Sprachfehler hatte. Ich war echt davon überrascht, dass ich erstens überhaupt einen Fehler hatte, zweitens war ich sehr davon überrascht, dass mich so viele Leute auf einmal angeschrieben haben. Ich bedanke mich natürlich bei allen Personen, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich werde natürlich dann in der Zukunft auch versuchen, so das sofort in den Kommentaren klarzustellen oder auch einfach im nächsten Video noch dazu zu erwähnen. Trotz allem ein großes Dankeschön an alle, die mich darauf hingewiesen haben und ich hoffe, das wird jetzt nicht zum Standard werden, dass ich in jeder Folge einen Fehler mache, weil das wäre jetzt ein bisschen peinlich auf die Dauer. Angenommen, ihr habt irgendwelche Fragen oder habt einfach irgendeinen Kommentar zum Thema Crowfall oder Dracos Game Zone, dann schreibt ihn einfach runter in die Kommentare. Ich werde immer versuchen, darauf zu reagieren und allen Wünschen gerecht zu werden. Außerdem, wie üblich, ein Abo und ein Favo kann auch nicht schaden. Und das war's dann auch jetzt wirklich endgültig von mir. Diesen Wochenende geht's weiter mit einem random Sci-Fi-Game, das mir irgendwie gerade in den Kragen passt. Und nächsten Mittwoch geht's dann wieder weiter mit einem
neuen Crowfall-Update mit frischen neuen Informationen und natürlich Gameplay-Material. Aber bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Woche und ich hoffe, ich sehe euch dann wieder.